Ja, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung durch den Kakao. Botanik, Kolonialismus, Gegenwart. Mein Name ist Karl Hildebrandt und ich arbeite als Geschäftsführer für den Eukokredit-Förderkreis Nordost. Ich darf Sie heute durch die Veranstaltung führen. Seit 2018 existiert diese Kooperation zwischen dem Inkota-Netzwerk, Eukokredit, dem Aktionsladen Eine Welt Potsdam und dem Botanischen Garten Potsdam. Drüben in den Gewächshäusern im Parc Sanssouci. Heute verlagern wir uns erstmals notgedrungen, doch auch sehr gespannt, in ein Online-Format. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie alle dabei sind und sich hoffentlich mit einem Kakaogetränk nach dem versendeten Schokolattel-Rezept ausgerüstet haben. Mit dabei sind heute Steffen Ramm, der pädagogische Leiter des Botanischen Gartens Potsdam, und Johannes Schorling, seit Jahren Mitarbeiter der europaweiten Kampagne Make Chocolate Fair beim Inkota-Netzwerk sowie eine Weltpromotor für zukunftsfähiges Wirtschaften in Berlin, wo er unter anderem viel mit dem Thema Lieferkettengesetz zu tun hat. Wir sind sehr froh, dass per Videoschaltung auch bzw. Videoeinspielung auch zwei Referentinnen aus Westafrika mit dabei sein können. Sandra Kwabea-Sakwa von der Inkota-Partnerorganisation St. Ghana sowie der Kakaobauer und Aktivist Ismail Pumasi von der Kakaokooperative Cocoa Aprabopa, der zweitgrößten Kakaogenossenschaft überhaupt in Ghana. Den wichtigen Part der technischen und inhaltlichen Koordinierung im Hintergrund übernehmen Katharina Welp von Eukokredit und Leonard Rupp vom Inkota-Netzwerk. Was haben wir heute vor? Wir möchten mit unserer Tour durch den Kakao seine verschiedenen Facetten zusammenbringen. Die botanische Schönheit, seinen wunderbaren Geschmack. Doch auch die Geschichte des Kakaos und seine von kolonialen Spuren geprägte Gegenwart wollen wir anschauen, in der es vor allem in Westafrika vielfältige ökonomische, soziale und ökologische Herausforderungen gibt. Warum das so ist? Und was geschehen muss, damit Kakao und Schokolade ein wirklicher Genuss für KonsumentInnen und ProduzentInnen werden, dem möchten wir heute nachgehen. Und wir freuen uns über Ihr Interesse daran. Was ist der Bezug von Eukokredit zum Kakao? Die internationale Entwicklungsgenossenschaft Eukokredit stellt seit 45 Jahren Finanzierung und Beratung für sozial orientierte Unternehmen im globalen Süden bereit. Derzeit sind das gut 600 Partnerorganisationen in über 60 Ländern, vor allem in den Bereichen inklusives Finanzwesen, Mikrofinanz, Landwirtschaft, fairer Handel sowie erneuerbare Energien. Die Gelder dafür, die stammen von privaten und institutionellen Anlegerinnen und Anlegern, die sich mit Genossenschaftsanteilen ab 200 Euro an Eukokredit beteiligen können. In Deutschland geht das über 7 regionale Förderkreise. Einer davon ist unser Förderkreis Nordost, mit Sitz in Berlin. Im Kakaobereich arbeitet Eukokredit derzeit mit 13 kleinbäuerlichen Fairhandelskooperativen sowie Export- und Verarbeitungsunternehmen zusammen, 4 davon in der Côte d'Ivoire und eines in Ghana. Mit Blick auf die aktuelle Situation unter Covid-19 teilte uns das Eukokredit-Büro aus Westafrika mit, dass die Auswirkungen überschaubar blieben bisher. Erstens, weil die Fallzahlen deutlich geringer waren als zum Beispiel in Europa und zweitens, da die Pandemie erst eintrat, als die Haupternte- und Exportsaison im Kakaosektor in den Frühjahrsmonaten bereits beendet war. Die Lockdown-Maßnahmen wurden im Juli weitgehend aufgehoben und im Fokus stünden nun vielmehr die generellen Entwicklungen in der Kakaobranche, wo es spannende Neuerungen in den letzten Monaten gab, über die wir sicher noch was hören werden nachher, und die aktuelle politische Situation etwa infolge der Präsidentschaftswahlen Anfang des Monats in der Côte d'Ivoire. So vielleicht zur Einleitung und nun mit einem Blick auf die Folie zum Ablauf noch kurz dieser Überblick, dass wir eben starten mit einer Online-Führung durch den Botanischen Garten mit Steffen Ramm und danach, wo er uns eben einen Einblick in die Botanik geben wird, aber auch in die Anfänge der gut 3000-jährigen menschlichen Nutzungsgeschichte des Kakaos. Und danach schauen wir uns die koloniale Vergangenheit und die komplexe Gegenwart des Kakaosektors mit Johannes Schorling an, sowie mit Sandra Kwabea-Sakwa und Ismail Pumasi direkt aus Ghana, die mit einem Video-Interview dabei sein werden.
Nach jedem Teil werden wir Zeit haben für Fragen und Antworten und Diskussionen. Und bevor ich jetzt an Steffen abgebe, starten wir mit einer kleinen Einstiegsfrage und einer Umfrageperson, die jetzt an Sie geht. Vielleicht kann diese Folie mal gestellt werden. Unsere kleine botanische Einstiegsfrage lautet, nächste Folie, Sie sehen das jetzt. Welches Säugetier trägt wesentlich zur Verbreitung der Kakaosamen bei? Sind es entweder Elefanten, sind es Affen, sind es Giraffen oder sind es Erdmännchen? Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Stimme abzugeben. Wir warten vielleicht eine Minute und dann können wir uns das Ergebnis anschauen. Schon mal Ihr großes Kakaowissen hier testen. Vielleicht war ja auch schon mal jemand bei einer Führung von Steffen Ramm in Potsdam oder sonst wo und weiß die Antwort tatsächlich. So, vielleicht können wir die Antwort einblenden, das Ergebnis unserer Umfrage. Aha, also wir sehen, Top of the Pops stehen die Affen mit 58% und 31 Nennungen. Danach die Elefanten und Erdmännchen gleichermaßen mit 19%. Und den Giraffen wird da nicht so viel Unterstützung bei der Verbreitung der Kakaosamen zugetraut. Gut, die Antwort werden wir gleich hören in Steffens Beitrag, der jetzt eingespielt wird. Es kann sein, dass es nicht gleich funktioniert mit der Videoübertragung. Wir werden schauen. Dabei kann ich schon mal eine Frage aus dem Chat vorlesen. Werden wir später die Unterlagen bekommen? Ja, wir sehen vor, an Sie nachher die Unterlagen zu versenden. Und das Video wird auch aufgezeichnet, da ja die Teilnehmer nicht sichtbar sind. Willkommen im Botanischen Garten. Kommt mal rein. Okay, jetzt sind wir hier im tropischen Nutzpflanzenhaus des Botanischen Gartens Potsdam. Hier herrschen 70-80% Luftfeuchtigkeit. Das brauchen unsere Pflanzen. Wir finden hier Vanille, wir finden Kaffee, wir finden Tee, wir finden aber auch den Kakaobaum. Und darum geht es ja heute. Und da gehen wir jetzt mal hin. Jetzt stehe ich unter unserem großen, unserem älteren Modell, unserem Kakaobaum. Wir haben natürlich noch ein paar Kakaobäume in der Anzucht, aber der steht hier schon eine ganze Weile. Es ist ein Baum, der in den Tropen als kleiner Baum gilt. Was bedeutet das? Das bedeutet, in den Tropen werden die Bäume ja gerne mal 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter hoch und der Kakaobaum erreicht eigentlich Höhen von 13 Meter, 15 Meter Höhen. Er wächst also in den Schatten der tropischen Bäume. Das ist aber auch ganz wichtig, denn er verträgt gar nicht so viel Sonne. Auf den Plantagen wird er meistens sogar nur auf 4 Meter gezogen. Aber wie gesagt, eigentlich könnte er 13, 15 Meter erreichen. Wir sehen hier schon überall auch die Kakaofrüchte. Darauf kommt es ja an. Die Kakaofrüchte, entweder grün, gelb oder braun hier zu sehen. Das sind die verschiedenen Reifegrad, der verschiedene Reifegrad von den Früchten. Und man sagt ja immer Kakaobohne, dazu möchte ich auch mal kurz was sagen. Also das hier ist eine Kakaofrucht hier von unserem Baum. Das sind relativ kleine Kakaofrüchte. Es gibt nämlich einige Sorten von Kakaobäumen und die sind dann unterschiedlich groß. Das kann also schon 30, 40, 50 Zentimeter große Früchte geben. So ein bisschen Rugby-mäßig sehen die aus. Hier drin, was wackelt, das sind die sogenannten Kakaobohnen, was botanisch gesehen gar nicht korrekt ist, weil Kakaobohnen gibt es eigentlich nicht. Das hat sich sprachlich aber so entwickelt. Da drin sind halt, was eine Frucht halt so hat, das sind Kerne. Das sieht man hier wahrscheinlich jetzt ein bisschen undeutlich. Wenn ich die jetzt trocknen würde, dann hätte man dann also kleine Kakaokerne oder wie man auch nennt, Bohnen. In dieser Kakaofrucht liegen die
im Fruchtfleisch drin, und zwar in der sogenannten Pulpa. Wenn man die isst, die schmeckt so süßlich, so fruchtig. Das wird auf den Plantagen auch gerne gegessen. Aber so in Europa kennt man diesen Geschmack dann eher nicht. Genau das hierzu. Und noch eine Besonderheit des Kakaos ist natürlich, der Baum hat hier überall kleine hölzerne Verwachsungen, kann man sagen. Und da wuchsen überall mal Kakaofrüchte dran. Denn das nennt man in der Botanik nennt man das Kalophyllie. Das bedeutet, dass er stammblütig ist. Überall können kleine Blüten entstehen. Das sind so weiße, kleine, gelbe Sternchen, also weiß-gelbe kleine Sternchen. Hunderttausende Blüten können an einem Baum wachsen, und zwar jederzeit. Jetzt haben wir natürlich super hier zu sagen, gerade gar keine dran. Aber normalerweise über das ganze Jahr können die blühen. Die haben also keinen festen Blühzeitraum. Und zwischen den Blüten reifen dann auch schon die Früchte. Auch das ist wiederum besonders, ja, dass wir Blüten und Früchte zu einem Zeitpunkt auch dran haben. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine, ich weiß nicht, die kann man gerade wahrscheinlich nicht sehen, hier an dem kleinen Stamm, da wächst direkt eine Kakaofrucht. Ansonsten mögen die Gärtner und wir es eher, wenn die da oben wachsen. Warum ist das so? Weil hier im Botanischen Garten, wenn hier eine Frucht ist, was passiert dann? Der Besucher freut sich auch, dreht sie ab, rein in die Tasche und weg damit. Ja, das passiert leider häufiger. Deswegen finden wir es ganz gut, wenn die da oben wachsen. Da oben werden die trotzdem angenommen, nämlich von unseren Insekten, die wir hier haben, die Ameisen. Die gehen da rein, fressen die Pulpa, fressen das Fruchtfleisch, und so ist das nun mal. Die Vermehrung natürlicherweise entsteht in den Tropen, aber zum Beispiel durch Säugetiere, durch Affen auch. Ja? Die drehen die Kakaoschoten auch ab, fressen die Pulpa und spucken die Kerne weg, und so entstehen dann auch neue Kakaobäume. Das jetzt ganz gut zur Botanik, und man kann natürlich noch viel mehr sagen. Die Blätter, die haben immer solche braune Spitzen. Ja, das sieht man hier. Und wir gehen mal zum kleinen jungen Kakaobaum, da sieht man das auch schon. Ja, hier ist also auch ein jüngerer Kakaobaum. Er hat noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Man sieht hier auch noch keine Früchte dran. Aber man sieht auch hier schon die Blätter. Die haben hier so eine braune Spitze. Das ist aber nicht schlimm. Das macht der Kakaobaum mit Absicht. Der zieht nämlich die Nährstoffe wieder in sich hinein. Dadurch dreht sich die Spitze und trocknet so ein bisschen. Und das ist ganz wichtig für einen kleinen Regenwaldbaum. Wenn es nämlich regnet, könnte es sein, dass die ganzen Bäume verhindern, dass der überhaupt richtig bewässert wird. Durch solche Träufelspitzen, wenn das Regenwasser hier raufkommt, fließt es aber direkt runter und der Baum bewässert sich so. Das ist also was ganz Tolles. Jetzt müssen wir aber mal sagen, okay, das ist jetzt die Botanik des Kakaobaums, aber wer kam überhaupt auf die Idee, das zu nutzen? Ja? Und das, Kakao wird schon seit sehr langer Zeit genutzt. Also da ist sich die Literatur nicht ganz einig, aber wir können schon auf eine Kakaogeschichte von mehreren tausend Jahren schon sprechen. Besonders wichtig ist die Kultur der Maya gewesen. Wahrscheinlich beruhte das aber davor auch schon auf Kakaowissen von den Olmeken. Kakao wuchs ursprünglich im Brasilien, im nördlichen Brasilien, wahrscheinlich im Orinoco-Gebiet. Auch da ist man sich nicht ganz sicher. Ganz wichtig für das auch später Getränk, das Schokoattl, was die Spanier auch schon getrunken haben, waren dann die Azteken. Die Azteken waren ja in Mexiko, da kann man den Kakaobaum nicht so gut anbauen, aber sie nutzten natürlich den Kakaobaum und die Kakaofrucht und den Kakaokern, also die Kakaobohne. Denn im Aztekenreich konnte man mit Kakaokernen etwas kaufen. Das galt also als Zahlungsmittel. Warum war das Ganze so? Kakao war einfach sehr wichtig. Normalerweise dachten die Azteken und auch die Maya und auch die Olmeken dachten an ein paar Götter, unter anderem an Quetzalcoatl. Und Quetzalcoatl, dieser Gott, soll die ersten Kakaokerne zu Boden gefallen lassen haben. Dann wuchs Kakaobaum, das heißt, Kakao war etwas Heiliges und auch im Aztekenreich nur etwas, also dieses Getränk nur etwas für Reiche oder für Priesterfamilien, für Kasten. Das war da also ganz wichtig. Genau, das zum Kakao. Und im Schokoattl, was Sie vielleicht nachher ja auch selbst zubereiten mit dem Rezept,
waren da natürlich noch mehrere Sachen drin. Ja? Also da war Mais drin, das kochte man mit Mais auf, da war kein Zucker drin. Ja? Da war Piment drin und da war Vanille drin und da war Chili drin. Das war ein bitteres, nicht süßes, sondern ein bitteres Getränk, ja? Bitterscharfes Getränk. Und da will ich jetzt mal, jetzt nicht alle Pflanzen darauf zeigen, aber ich will wenigstens mal zu Chili gehen. Die haben wir hier natürlich auch. Capsicum. Und ja, man sieht hier eine gelbe Chili. Natürlich gibt es ganz viele verschiedene Chili, die schärfsten Chilischoten. Da seit Jahren züchtet man immer schärfere Chilischoten. Ja, das Capsaicin da drin ist der scharfmachende Stoff. Den finden wir zum Beispiel auch im Pfefferspray der Polizei. Die sprühen da keinen Pfeffer, sondern die haben da auch Capsaicin drin. Das also zu Chili. Und die machte das Ganze natürlich, das Getränk damals, richtig scharf. Und auch gut, weil im Capsaicin steckt natürlich, also das ist der scharfmachende Stoff. Und das ist gut fürs Immunsystem. Und gerade in den Tropen, wenn es so feucht war, war das ganz wichtig, so etwas zu trinken. So, und dann hätten wir noch den... Die Vanille zeige ich einfach mal so noch. Die kennen Sie ja sicherlich auch in verschiedenen Produkten wie Vanilleeis, Vanillepudding und so weiter. Und die haben wir hier. Vanille ist auch mit dem Kakao-Geschichte ganz gut verbunden. Es gibt ganz viele Kakaobäume, die von der Kletterpflanze Vanille umschlungen werden und hochgewachsen, weil die Vanille, die kann auch so 10, 12 Meter erreichen. Hier haben wir leider auch keine Blüte oder keine Schote drin, aber die kennen Sie ja, diese langen schwarzen Schoten. Botanisch gesehen ist das auch sehr interessant. Die Vanille gehört nämlich zu den Orchideen. Und wenn man so eine Schote aufmacht, dann erlebt man also wirklich dieses Vanillemark, was immer in Rezepten drin ist. Das besteht eigentlich aus tausenden Samen, also 90.000 Kerne sind in einer Vanilleschote drin. Die sind also wirklich staubfein und das ist schon sehr beeindruckend und natürlich sehr aromatisch. Das zur Vanille. Und ganz wichtig, was ich beim Kakaobaum abschließend nochmal sagen will, Kakao ist natürlich etwas ganz Gesundes. Wir haben irgendwann begonnen, im 17. Jahrhundert Zucker da reinzumachen und dann entstand auch die ersten Tafel Schokoladen, so im frühen oder Mitte des 19. Jahrhunderts. Und im Kakao stecken aber sehr viele Mineralstoffe drin. Es steckt Eiweiß drin, Magnesium, es steckt Theobromin drin. Das ist der Bitterstoff des Kakaos und der ist sehr gesund fürs, ja, fürs Überleben, fürs Leben. Und deswegen sagte man ja auch, oder die Spanier dachten auch, dass wenn man viel Schokoattel trinkt, lebt man also länger. Das kam dann später auch zu dem Apotheker, der Schokolade erfand, war das dann auch so sein Rezept, seine Idee. Er wollte mit der Schokolade eigentlich das Leben von allen ein wenig verlängern. Genau. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, botanisch, zum Kakao oder zu den anderen Pflanzen, dann jetzt gerne. Danke. So. Vielen Dank. Es hat fast komplett funktioniert. Nur ein grauer Balken war noch zu sehen. Der ließ sich jetzt leider nicht wegbekommen. Also mit der Übertragung und Einbindung in so eine Zoom-Konferenz, das war nicht ganz einfach. Aber ich denke, Sie haben das Wesentliche gesehen und wir haben jetzt 10 Minuten Zeit für Rückfragen an Steffen. Das Video war aufgezeichnet, aber Steffen ist natürlich live dabei und steht gerne für Auskunft zur Verfügung. Ich lese mal hier die erste Frage. Steffen, das geht hier gleich an deine dienstliche Kompetenz. Werden die Vanilleblüten im Botanischen Garten auch von Hand bestäubt? Ja, kann man mein Video mal einschalten, damit man mich auch sieht? Weil ich kann es nicht. Ja, wird gleich gemacht. Fangen wir schon mal an zu antworten am besten. Ja, genau. Also, ja, bei uns ist es auch so, dass die Vanilleschoten natürlich per Hand bestäubt werden müssen. Das ist sehr aufwendig, weil die Blütezeit der Vanille ist halt sehr spät. Also hier bei uns zwischen 22 Uhr und 4 Uhr öffnen sich die Blüten erst. Dann blüht die halt auch nicht so lange, die einzelne Blüte, sondern es muss dann in der Nacht mit einem Pinsel per Hand halt bestäubt werden von Blüte zu Blüte, weil wir haben hier keine Schmetterlinge oder Kolibris oder bestimmte Bienenarten, die das sonst in den verschiedenen Ländern machen würden. Deswegen ja, die Antwort ist, wir bestäuben mit Pinsel. Okay, danke Steffen. Und in welchem Alter tragen die Bäume zum ersten Mal Früchte?
Genau, das ist auch wieder ganz verschieden, weil es gibt ja schon unterschiedliche Sorten von Kakaopflanzen. Den vollen Ertrag im Durchschnitt bringt ein Baum ab 12 Jahren, aber er trägt auch schon mit 5 Jahren, mit 6 Jahren schon vereinzelt Früchte. Aber wie gesagt, erst im Alter von 10 bis 12 Jahren kann man also wirklich von einem vollen Ertrag sprechen. Das ist bei uns auch so. Manchmal haben wir schon mit 4, 5 Jahren einzelne Früchte dran, aber so richtig geht es dann erst los im Alter von 10 bis 12 Jahren. Hier nochmal eine Frage jetzt direkt auf euren Kakaobestand im Botanischen Garten gerichtet. Also wie viel erntet ihr pro Jahr und was wird damit gemacht? Also wenn es nicht in den Taschen der Besucher landet? Genau, genau. Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben einen vollständig ertragreichen Baum und die anderen Bäumchen, die ziehen wir eigentlich nur zu einer bestimmten, ja, mit 3 Jahren, 4 Jahren und dann verkaufen wir die auf den Basaren. Das heißt also nur von diesem einen Ort einen Baum ernten wir. Und wie viel das jetzt genau ist, das ist jedes Jahr sehr unterschiedlich, weil wir natürlich nicht die optimalen Bedingungen haben. Aber so jährlich sehe ich schon 50 bis 60 Kakaoschoten von einem Baum. Das ist für unseren einzelnen Baum schon gut. Auf Plantagen sicherlich viel, viel mehr. Und was wir damit machen, ich bin ja zuständig für das grüne Klassenzimmer. Das heißt, wir machen pädagogische Programme und wir stellen unser eigenes Kakaogetränk her. So wie Sie es jetzt vielleicht gemacht haben mit dem Schokoattel, so stellen wir auch kleine Schokoladentäfelchen her für die Schülergruppen oder auch für die Erwachsenengruppen, die bei uns Kakaoprogramme buchen. Da mörsern wir den Kakao und machen dann halt Schokolade oder schokoladige Getränke. Okay, hier kommen noch mehrere Fragen zur Pflege des Kakaos. Also zum einen die Frage, wie wird der Kakao gedüngt? Also du hast ja erzählt, bestäubt wird er per Hand, auch bei euch. In der freien Natur sicher nicht. Hier die Frage jetzt nach dem Dünger. Und dann vielleicht nochmal eine Veränderung, die einerseits bei euch relevant ist, aber vor allen Dingen ja auch im wirklichen Anbau des Kakaos. Wie wirken sich klimatische Veränderungen auf den Kakaoanbau aus? Genau, also... Sorry. So, also erstmal, dazu muss ich sagen, ich bin kein Gärtner. Das sage ich immer gerne bei unseren Führungen. Gärtnerische Sachen wie, welche spezielle Dünger braucht der Kakaobaum jetzt zu Hause, kann ich einfach nicht beantworten. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß, es ist ein kleiner Regenwaldbaum, er braucht nicht so viel Sonne, er wächst eigentlich im Schatten, er braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber zum Dünger kann ich jetzt einfach nicht viel sagen. Ja. Und die klimatischen Veränderungen, also du hast ja zum Beispiel gesagt, bei euch werden die Früchte deutlich kleiner, das hat sicherlich genau, auch damit genau. zu tun, also dass das, es nicht... Das hängt einfach mit der Luftfeuchtigkeit ab, mit der Wärme, mit der konstanten Wärme. Der Baum braucht mindestens wirklich 70-80% Luftfeuchtigkeit kontinuierlich. Und er braucht eine gewisse Wärme und bei uns schwankt es dann halt doch im Winter noch ein bisschen. Und sicherlich hat es auch mit dem Boden zu tun und mit dem gesamten Ökosystem, dass bei uns der Kakaobaum nicht wirklich große Früchte trägt. Und unser Kakaobaum ist ja auch relativ klein. Ja, und da passt sich so eine Pflanze natürlich an. Ich glaube, zu dem Thema, was bedeuten klimatische Veränderungen im Sinne des Klimawandels, werden wir nachher in dem zweiten Teil nochmal was hören, direkt aus Westafrika. Hier kommen Fragen zum Alter der Kakaobäume. Wie alt werden die typischerweise wirklich im Regenwald und ab wann spricht man von einem veralteten Bestand? Ja, sorry. Irgendwas ist in meinem Hals. Ist das Chili? Wahrscheinlich, nein. Sollte mehr davon trinken. Das ist nämlich gesund. Also, genau, Prost. Prost, Karl. Also so ein Kakaobaum kann wiederum unterschiedlich alt werden. Der kann schon ein Alter erreichen von 30, 40 Jahren. Das ist so der Durchschnitt. Es gibt aber auch einzelne Sorten, die durchaus noch älter werden können. Ja. Mhm. Also deswegen dann auch immer die Notwendigkeit von Neupflanzungen bei den Kakao, in den Kakaoanbaugebieten. Und hier nochmal so die Frage, kann man so ein Kakaobäumchen auch zu Hause ziehen? Also hier, ich habe extra
Mein eines Exemplar ist kein Kakao, das ist ein Wildgranatapfel, der aber auch aus dem Botanischen Garten Potsdam stammt. Das war so ein kleines Teil und inzwischen ist er 8 Jahre alt und trägt zum ersten Mal fast eine Blüte. Und ich gehe mal davon aus, du hast es ja ein bisschen erklärt, dass ihr auch aus euren Samen Kakaobäumchen zieht, die man dann durchaus auch mitnehmen kann. Also lässt sich durchaus auch zu Hause großziehen, oder? Genau, also ein ganz klares Ja. Es gibt sicherlich auch spezielle Düngungen für tropische Pflanzen. Damit kommt er dann sicherlich auch gut klar. Also wir verteilen auch die Samen vom Kakaobaum, geben kleine Pflanzen halt auch ab, wie ich vorhin schon erwähnt habe, den Basar. Und das kann man zu Hause schon auch halten. Ja, also hier ist jetzt eine richtige Fachfrage. Jetzt weiß ich nicht, ob du dazu antworten kannst. Ich könnte es nicht. Inwieweit besteht die gute gesundheitliche Wirkung auch noch, wenn Zucker reingemischt ist? Also zum Beispiel bei handelsüblicher Schokolade geht sicherlich einiges verloren, oder? Genau. Also dazu kann man auch ganz klar sagen, im Kakao stecken ja sehr, sehr viele gute Stoffe drin. Schon, wie heißt er denn jetzt schnell, der... Der gute Alexander von Humboldt hat schon gesagt, ich lese mal kurz ein Zitat vor, kein zweites Mal hat die Natur eine solche Fülle der wertvollsten Nährstoffe auf einem so kleinen Raum zusammengedrängt, wie gerade bei der Kakaobohne. Also selbst der von Humboldt war also schon überzeugt davon, dass da ganz, ganz viel Tolles drin ist. Was macht jetzt der Zucker? Der Zucker zerstört natürlich unsere Aufnahme der gewissen Bitterstoffe und der gewissen Flavonoide, die da drin stecken. Die Flavonoide sind Zellregenerationsstoffe, sind also was sehr Gesundes. Und je mehr Zucker man natürlich im Kakao drin macht, das ist genauso wie bei der Schokolade, desto weniger sind die Bitterstoffe intensiv. Also eine gesunde Schokolade fängt ja auch erst an mit einem 70-80%igen Kakaogehalt. Alles darunter ist dann eher wirklich nur süß. Und alles über 80-90%, dann kann man auch schon mal sagen, ich nehme sowas wie eine Medizin zu mir, weil dann ist das Ganze schon sehr gesund, wenn man es in Maßen. Ne? Okay, vielen Dank. Wir nehmen mal noch 1-2 Fragen und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, alle Fragen, die unbeantwortet bleiben, schreiben Sie ruhig fleißig weiter. Wir werden Ihnen im Nachgang auch noch ein Antwortdokument mit Fragen auf all die Dinge schreiben, die jetzt nicht beantwortet wurden. Also es geht nicht verloren. Schicken Sie gerne weiter Ihre Fragen rüber. Und zwar noch die letzte Frage zu den Verbreitungsgebieten des Kakaos. Ja. Also der natürliche Verbreitungsgebiet ist, wie ich vorhin in dem Video schon erklärt habe, ursprünglich muss das irgendwie im heutigen Brasilien um das Orinoco-Gebiet gewesen sein. Und dann hat er sich natürlich durch den Menschen, auch durch die damalige Bevölkerung, hat er sich schon verbreitet nach Norden und nach Süden hin. Inzwischen haben wir ihn in ganz vielen tropischen Gebieten, besonders in auch Afrika, was sicherlich nachher noch angesprochen wird, gibt es viele Plantagen von Kakao, aber auch im asiatischen Raum gibt es jetzt schon Kakao. Man kann also wirklich sagen, diese tropische Zone oberhalb und unterhalb des Äquators, dort können wir überall inzwischen Kakaobäume finden. Gut, ganz herzlichen Dank, Steffen. Ich glaube, mehrere Leute sitzen schon mit Pinselchen zu Hause bereit, weil immer wieder die Frage kommt, kann er wirklich per Hand bestäubt werden? Ja, er kann. In der freien Natur geht es anders, aber zu Hause kann man das per Hand machen. So viel zur Botanik. Wir haben am Ende auch nochmal eine Gesamtdiskussion. Da können auch noch ein paar Fragen dazu kommen oder eben, wie gesagt, im Nachgang schriftlich. Wir würden an der Stelle jetzt gerne übergehen zu unserem zweiten Hauptteil, nämlich einen Blick in die Kolonialgeschichte, auf die kolonialen Spuren der Schokolade, was der Johannes Schorling jetzt einführen wird. Und auch diesen Teil würden wir gern mit einer kurzen Testfrage starten, eine Frage an Sie selbst. Wie viel Wissen haben Sie zum deutschen Kolonialismus? Wie viel wissen Sie über diese Zeit, über diese Epoche? Sehr viel, viel, mittel, wenig, gar nichts. Muss man sich an seine Schulzeiten oder späteren Lektüren erinnern? Gerne können Sie wieder Ihre Antwort anklicken und wir schauen uns gleich das Ergebnis gemeinsam an. Ja, die Antwort zur ersten Frage haben Sie natürlich im Video mitbekommen. Es waren also tatsächlich die Affen als wichtigstes Säugetier, was bei der Verbreitung hilft. Gut, wenn Sie alle
sich beteiligt haben, können wir das Ergebnis anschauen. Ja, das ist sehr diplomatisch. bei Mittel gibt es die meisten Angaben, aber durchaus auch 36% sagen, eigentlich weiß ich aus meiner Schulzeit oder später recht wenig über die deutsche Kolonialgeschichte. Insofern, in aller Kürze der Zeit kann uns da Johannes Schorling jetzt vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen weiterhelfen, was Kolonialgeschichte im Hinblick auf den Kakao bedeutet. Jetzt müssen wir den Johannes noch hören können. So, jetzt kann man mich auch hören. Und ich steige mal mit meinem Teil an. Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung machen können, zusammen mit EukoCredit, dem Eine Weltladen Potsdam und dem Botanischen Garten. Das ist ja eine sehr erfolgreiche Kooperation, jetzt schon seit 3 Jahren. Mein Name ist Johannes Schorling. Ich bin Eine Welt Promotor für zukunftsfähiges und faires Wirtschaften beim Incota-Netzwerk, koordiniere dort auch die Kampagne Make Chocolate Fair und sitze im Steuerungskreis der Initiative Lieferkettengesetz. Und nachdem Steffen Ramm jetzt mit Ihnen eher einen Blick geworfen hat auf den botanischen Aspekt des Kakaos, möchte ich jetzt einen Blick mit Ihnen werfen auf den sozialen Aspekt sozusagen und möchte dabei mit Ihnen auch in die Geschichte reingehen, weil vielen Menschen ja gar nicht bewusst ist, dass Kakao und Schokolade eben nicht nur eine süße Geschichte haben, sondern auch eine sehr lange Geschichte von Leid und Ausbeutung. Bevor ich das mache, möchte ich kurz noch 2 Sätze sagen zum Incota-Netzwerk, das ich hier vertrete. Wir sind eine entwicklungspolitische Organisation mit Sitz in Berlin. Wir setzen uns seit fast 50 Jahren für eine gerechtere Welt ein. Wir machen das durch eine Mischung von Auslandsprojekten in Kooperationen mit Organisationen aus verschiedenen Ländern des globalen Südens und durch Kampagnenarbeit hier in Deutschland zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Kakao und Schokolade, aber wie zum Beispiel auch zur Textilindustrie, zu anderen landwirtschaftlichen Themen und auch zum Thema Rohstoffabbau. Die Kampagne Make Chocolate Fair ist eben eine ganz zentrale Kampagne für Incota seit mittlerweile 7 Jahren. Das ist eine Kampagne, die sich einsetzt für eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kakaobauern und Bäuerinnen mit Schwerpunkt in Westafrika. Es kam ja gerade schon die Frage auf nach den Verbreitungsgebieten von Kakao. Man kann, wenn man keinen botanischen Garten besitzt, Kakao nur schwer in Deutschland anbauen. Ursprünglich kommt Kakao aus Lateinamerika, aus Brasilien, in Mexiko, in der Gegend wurde er auch angebaut. Wenn man sich anguckt, wo der heute herkommt, dann hat sich der Schwerpunkt ziemlich verlagert. Und es sind vor allem Länder in Westafrika, die die Hauptanbauländer für Kakao sind, insbesondere die Côte d'Ivoire, also Elfenbeinküste, und Ghana, die allein zusammen 60% der weltweiten Produktion stellen. Ich werde gleich in meinem Vortrag darauf eingehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Der Weg von der Kakaobohne oder dem Kakaokern, wie wir gelernt haben, bis zu uns als Verbraucherinnen und Verbraucher ist ziemlich lang. Da gibt es als erstes die Bauern und Bäuerinnen, die dieses Produkt anbauen. Das sind weltweit etwa 5 bis 6 Millionen Kleinbauern. Das wird tatsächlich größtenteils in kleinbäuerlicher Landwirtschaft gemacht und nicht auf großen Plantagen, wie zum Beispiel bei Tee. Es gibt Zwischenhändler und Exporteure. Es gibt Unternehmen, die Kakao zu Kakaopulver und Kakaobutter verarbeiten. Dann die eigentlichen Schokoladenhersteller, deren Namen wir dann auch eher kennen, nämlich zum Beispiel Nestlé, Mars oder Ferrero. Und dann noch den Supermarkt, wo in der Regel die Produkte verkauft werden, wenn es nicht gerade ein Weltladen ist. Das einfach nochmal als Blick auf die Lieferkette des Kakaos. Und wir machen eben die Kampagne Make Chocolate Fair, weil es in dieser Lieferkette eine ganze Reihe von Problemen gibt mit Armut und Ausbeutung und weiteren Problemen, auf die ich jetzt im Verlauf noch eingehen werde. Warum heißt die Veranstaltung durch den Kakao Botanik Kolonialismus Gegenwart? Wir finden es wichtig, über Kolonialismus zu sprechen, weil wir das Gefühl haben, dass das in Deutschland zu wenig passiert. Ich selbst habe Geschichte-Leistungskurs in der Schule gehabt und dort wurde insgesamt 1,5 Doppelstunden über den Kolonialismus gesprochen, und zwar auch eher nach dem Motto, welche Kolonie gehörte zu welcher Großmacht. Da wurde also wenig über die gesellschaftlichen Aspekte zum Beispiel davon gesprochen. Das ist relativ typisch. Das Umfrageergebnis, gerade wie viel die Leute sich hier schon auskennen, ist im Vergleich eher positiv. In der Regel sind es noch deutlich mehr Menschen, die sagen, sie wissen eigentlich wenig bis gar nichts über den deutschen Kolonialismus.
Zum Beispiel ist dieser Herr hier den meisten Menschen nicht bekannt, nämlich Lothar von Trotha, obwohl das der Befehlshaber der deutschen Truppen in Deutsch-Südwestafrika war, im heutigen Namibia, und damit ein Hauptverantwortlicher für den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts, nämlich den Genozid an Herero und Nama, bei dem bis zu 80.000 Menschen gestorben sind. Es wissen wenige Menschen, was eigentlich genau die deutschen Kolonien in Afrika waren, dass das zum Beispiel das heutige Kamerun und Togo und Deutsch-Ostafrika waren, also auch Teile von Ruanda, Burundi und Tansania. Es gibt bis heute aus unserer Sicht eine Reihe von Spuren des Kolonialismus in der deutschen Gesellschaft. Das sind teilweise ganz triviale Dinge, zum Beispiel der Name einer großen Supermarktkette in Deutschland, nämlich Edeka, geht zurück auf die Einkaufsgenossenschaft deutscher Kolonialwaren-Einzelhändler. Das ist etwas, was wenige Menschen wissen. Es gibt bis heute Straßen und Plätze, die einen kolonialen Bezug aufweisen. Das sind verschiedene Straßen in Berlin, wo ich wohne, zum Beispiel im Wedding, wie die Petersallee oder der Nachtigallplatz oder auch die M-Straße in Mitte, die jetzt gerade nach einer sehr langen Auseinandersetzung erst umbenannt wird in Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Es wissen wenige Menschen in Deutschland, dass Konrad Adenauer nicht nur der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik war, sondern dass er davor Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre auch Vizevorsitzender der deutschen Kolonialgesellschaft war und da solche Sachen gesagt hat, wie das Deutsche Reich muss unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben. Und es gibt auch auf einer, sage ich mal, visuellen Ebene immer noch Spuren vom Kolonialismus. Es gibt immer mal wieder Skandale um Werbung, die als sehr rassistisch erlebt wird von Betroffenen. Da gab es erst vor wenigen Monaten wieder einen Skandal rund um einen Werbeclip von VW. Das alles, um erstmal einzuleiten, warum wir dieses Thema wichtig finden. Wenn wir uns jetzt auf die kolonialen Spuren der Schokolade und des Kakaos begeben, dann hat Steffen ja gerade schon gesagt, dass Kakao aus den Amerikas stammt. Nach Europa gekommen ist er eben über den Kolonialismus. Hernán Cortés, ein spanischer kolonialer Eroberer, war einer der ersten Europäer, die die Kakaobohne kennengelernt haben, sie an den spanischen Hof gebracht haben. Wir haben auch schon gelernt, Kakao wurde ursprünglich als Getränk hergestellt und war ungesüßt. Das waren dann Dominikanermönche am spanischen Hof, die mit neuen Rezepturen experimentiert haben, da ein süßes Kakaogetränk hergestellt haben. Und das ist dann in den Jahrzehnten und Jahrhunderten danach zuerst zu einer Delikatesse geworden, die dort am spanischen Hof favorisiert wurde. Und das hat sich von dort dann eigentlich an die Königshöfe quer durch Europa verbreitet, ist zu einer favorisierten Delikatesse der Aristokratie irgendwann geworden. Und dann von dort aus Stück für Stück von einem Luxusprodukt zu einer Massenware, kann man sagen. Hier ist ein Bild zu sehen von der ersten Kakaostube, die im 17. Jahrhundert in London eröffnet wurde. Das war der Moment, wo dieses Kakaogetränk erstmals zugänglich wurde für Nichtadelige. Die Schokolade, wie wir sie heute kennen, nämlich als gepresste Tafelschokolade, die ist, das hat Steffen auch schon kurz gesagt, erst im 19. Jahrhundert entstanden. Und das war auch so der Moment, wo das immer breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich geworden ist, wo zum Beispiel auch in Deutschland eine Schokoladenindustrie entstanden ist, damals mit Dresden als Zentrum. Man muss dazu sagen, Schokolade, das war nicht nur ein Genussmittel, sondern das wurde auch zu medizinischen Zwecken verwendet. Das wurde als Kräftigungsmittel verschrieben, galt als Aphrodisiakum, hat also ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Wichtig dabei ist, dieser süße Genuss hatte von Anfang an immer auch eine bittere Kehrseite, nämlich zum Beispiel den transatlantischen Sklavenhandel, der natürlich nicht nur mit dem Kakao zu tun hatte, aber eben auch. Das war eines der Produkte, die in den Kolonien angebaut wurden und nach Europa gebracht wurden. Da gibt es andere Sachen wie zum Beispiel Silber und Gold, die auch relevant sind. Es gibt von dem uruguayischen Philosophen Eduardo Galeano zum Beispiel die Aussage, dass man aus dem Silber und Gold aus den Kolonien in den Amerikas eine Brücke von Bolivien bis nach Spanien hätte bauen können. Kakao war ein weiteres dieser Produkte, die auf Plantagen angebaut wurden unter Einsatz von sehr viel Zwangsarbeit. Das waren erst Indigene aus den kolonisierten Gebieten, die dafür häufig verpflichtet wurden. Es ist aber so gewesen, dass 90% der indigenen Bevölkerung der Amerikas innerhalb von 150 Jahren gestorben sind aufgrund von Krankheiten, die die Europäer eingeschleppt haben. Und dann wurden eben immer mehr auch Sklaven importiert. Das ist da auf der rechten Seite zu sehen, genau, über 12 Millionen Menschen. Da gibt es auch andere Zahlen, die eher von 17 bis 18 Millionen ausgehen. Der Kakao ist dann im Zuge dieses ganzen Prozesses auch nach Afrika gekommen, denn Afrika wurde vergleichsweise spät kolonisiert im 19. Jahrhundert. Dort gab es frei verfügbare große Flächen, wo die Kolonialisten dann gesagt haben, das eignet sich hier klimatisch unglaublich gut, um den Kakao anzubauen und das dann eben auch gemacht haben. Es gab in den deutschen Kolonien, zum Beispiel in Kamerun,
Versuche, Kakao in Plantagenwirtschaft anzubauen. Hier ist ein Bild zu sehen von der Pflanzungsgesellschaft Victoria in Kamerun. Die wichtigsten Anbaugebiete sind aber geworden die Gold Coast, also das heutige Ghana, damals unter englischer Herrschaft, und die heutige Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, damals unter französischer Herrschaft. Auch dort gibt es aus den deutschen Kolonien Berichte, zum Beispiel von der Schweizer Mission, über die extrem krassen Arbeitsbedingungen. Es war klar, dass diese Arbeit für Deutsche dort als zu schwierig gilt. Es gab Berichte über Arbeitsbedingungen, die modernen Formen von Sklaverei, auch nach der Abschaffung der Sklaverei, geglichen haben. Das ist also da, genau, mit ziemlich schwierigen Zuständen zugegangen. Jetzt ist natürlich der Kolonialismus schon eine Weile vorbei. Und damit stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich immer noch relevant? Hatten nicht Länder wie die Elfenbeinküste und Ghana eigentlich seit dem Kolonialismus genug Zeit, einfach ihre Wirtschaftsstruktur umzubauen? Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das nicht so einfach ist. Kwame Nkrumah, der erste Präsident von Ghana nach der Unabhängigkeit, der hat zum Beispiel ein Traktat geschrieben, wo er gesagt hat, das Problem in diesem Land ist, dass wir das wichtigste Kakaoanbauland der Welt sind damals, und es keine einzige Weiterverarbeitungsanlage für Kakao in unserem Land gibt. Das heißt, wir stellen nur die Rohstoffe her, die Weiterverarbeitung passiert aber woanders, und das ist das, womit der große Gewinn gemacht wird. Das linke Bild zeigt die Eisenbahnlinien, die es in Afrika gibt. Und das zeige ich als Beispiel dafür, dass natürlich auch durch die koloniale Wirtschaft, die von vorne bis hinten darauf ausgelegt war, nicht den Wohlstand der Orte dort zu steigern, sondern eigentlich alles an Reichtum und Wohlstand aus dem Land rauszuziehen und nach Europa zu transportieren. Das hat sich in dieser kolonialen Infrastruktur, in dieser Zeit sind die Eisenbahnen häufig entstanden, gezeigt. Und das schafft eine Fahrtabhängigkeit und macht es gar nicht so leicht, das irgendwie im Nachhinein zu ändern. Natürlich gab es in den Ländern dann auch Eliten, die ein Interesse daran hatten, solche Zustände zu perpetuieren. Es gab nämlich in den 60er und 70er Jahren vergleichsweise hohe Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, und zum Beispiel Ufe Boigny, der damalige Präsident von der Elfenbeinküste, hat den Kakaoanbau dann massiv ausgeweitet, weil sich das in den 60er und 70er Jahren kurzfristig gelohnt hat, von solchen hohen Rohstoffpreisen zu profitieren. Das hat sich sehr geändert. Auf der rechten Seite sieht man die Entwicklung des Kakaopreises von 1980 bis 2015, wenn man den Kakaopreis inflationsbereinigt, dann sieht man dabei sehr deutlich, dass es einen relativen Verfall des Wertes über die Zeit gibt. Also solche Rohstoffe, unverarbeitete Produkte, das ist ja auch was in der Dependenztheorie zum Beispiel immer viel diskutiert wird, verlieren tendenziell an Wert gegenüber Produkten, in denen mehr Wertschöpfung drinsteckt. Und das ist ein Problem für Länder, die eben so stark von Rohstoffen abhängig sind. Damit sind wir dann auch bei der Frage nach den Spuren des Kolonialismus. Und das ist etwas, wo jetzt die Videos auch ganz gut einhaken, die wir im Vorfeld aufgenommen haben mit unseren Partnern in Ghana. Bevor wir die jetzt abspielen, haben wir aber nochmal eine Umfrage. Und das machen wir jetzt nicht per Zoom-Umfrage, sondern ich würde Sie bitten, jetzt entweder, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf die folgende Website zu gehen, die man da links sieht, slido.com, und dann den fünfstelligen Code einzugeben, der da drunter ist. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie den QR-Code, den Sie da oben sehen können, abscannen auf einem Smartphone, wenn das für Sie einfacher ist. Und dann kommen Sie auf die gleiche Website, und da ist dann eben die Frage, was denken Sie, was sind die aktuell drängendsten Probleme im Kakaoanbau in Westafrika? Genau, da müssten Sie dann verschiedene Wörter eingeben können, die sich dann jetzt hier als Wortwolke aufbauen sollten. Es wird jetzt schon das Thema Kinderarbeit genannt. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Fairer Lohn, Klimawandel, was jetzt da noch zu sehen ist. Johannes, die Antworten sieht man jetzt nur auf der Slido-Seite, ne? Die müsste man jetzt sich auch in Zoom auf, genau. Da sieht man es ja genauso. Okay, gibt es da eine Priorisierung? Das ist sozusagen die Wörter, die am größten angezeigt werden, sind am häufigsten genannt worden. Also am häufigsten wurde hier Kinderarbeit genannt.
ein ebenso großes Problem ist die Klimakrise, der Klimawandel. Das Thema faire Löhne ist in allen möglichen Begriffen hier abgebildet, also auch schlechte Bezahlung, niedriges Einkommen, Armut, nicht existenzsichernde Einkommen, Abholzung von Urwäldern, tatsächlich auch ein sehr großes Problem. Genau, ich würde das jetzt an dieser Stelle mal stoppen, auch wenn noch Leute weiterhin ihre Antworten eingeben. Da sind jetzt auf jeden Fall schon mal eine Reihe von Problemen aufgerufen, die wir auch im Rahmen der Kampagnenarbeit adressieren. Und ich würde jetzt mal Katharina bitten, dass sie noch einmal ihr Video teilt, damit wir sehen können, was unsere Partner zu diesem Thema zu sagen haben. Wir haben im Vorfeld Sandra Kwabea-Sakwa von Sengana, mit denen wir zusammenarbeiten, interviewt und eben auch Ismaila Pumasi von der Kakao-Kooperative Coco Abrabopa. Und wir haben sie gefragt, was aus ihrer Sicht eben aktuelle Probleme sind. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was sie darauf geantwortet haben. Thank you very much also for taking your time. Maybe you can give us a quick introduction of yourself at the beginning. I'm Sandra Kwabea-Sakwa, and I work with an organization called Sengana, which is a national NGO. We work in a lot of sectors, including health, education, but most importantly also in agriculture. And for agriculture, one of our key areas or field is the cocoa sector. And from your perspective, what do you see as the main problems within cocoa farming and within the chocolate business? One of the major challenges has been that of pricing, which I think Pumasi has highlighted. But if I want to put it in a very, you know, broader context, we would want to say that poverty actually has been one of the features or characteristics of most of our smallholder cocoa farmers. Farmers are one, not getting good price, and for that matter, obviously they are not having a better livelihood. Secondly, we are also seeing issues of child labor in there, and that is also even related to poor income, for that matter, poverty. And you realize that in most cases, because of high cost of labor, most of these farmers would have to resort to, you know, using cheap labor, which they can actually get from probably children. We are witnessing a situation where cocoa farm lands are, you know, used for other economic activities, including mining for gold, including rubber plantation. This issue is also, you know, one of the issues confronting cocoa farmers, especially in the country. Cocoa was actually, or was originally, came from Latin America and then was brought to West Africa in the wake of colonialism. And my question for you would be, how and whether you see a connection between the colonial past and the situation which is there today? I can say that, yes, I see that kind of connection. Where do I see this? Mostly is where I see the neo-colonialism. That is another packaged form of colonialism, you know, happening. And I see this at a level even within the pricing, even at that level in determination of the price. I think that I could see that, you know, yeah, it is detected somewhere above, and then it comes down to the producing countries. And the picture I want to, you know, paint is that if you take the supply chain and you do a little bit of analysis and you look at the amounts that
the companies, the chocolates or processing companies are earning or retailers are earning, and you look at the amount that the cocoa farmer, who is the primary, you know, main stake of this whole sector, is earning, then, I mean, we are not heading towards anywhere. I think that new form of colonialism still exists, and probably it is even happening in other ways and means, which probably I may not have tackled. Yeah. Johan, my name, like you said, is Pamasi Ismaila. I'm the chairman of Cocoa Abropa Association. Cocoa Abropa Association is a farmer-based organization in Ghana with a membership of over 8,000. For me personally, I think it's a means of giving me opportunity to improve my livelihood and also to provide a livelihood for myself, my family, and my dependents. Beyond that, you know, cocoa in Ghana is also some kind of, a cultural heritage. It's something that I took over from my father, and I need to also keep it. Though he's not alive, but I need to also keep that inheritance. What would you say are the biggest challenges and problems that the members of Cocoa Abropa are facing? The climate is now a major challenge for all cocoa farmers, irrespective of being a Abropa member or not. These days, when you expect the rain to come, it is the sun that you see. And when you expect the sun to also come, it is the rain that you see. So the unreliable pattern of the climate is having adverse effects on the yield. Low productivity is as a result of the climate that we cannot predict. And then pests and diseases. All kinds of diseases are now in the farm. Sometimes don't know the cause. The basic ones are already known, the swelling shoots and then the black body. One of the major challenges that we have and which cuts across all levels has to do with the pricing of the cocoa. We haven't actually had good price for some years now. It is only this year that maybe I think in the course of discussion, we'll get it. The living income differential has been part of the producer, but that has actually pushing the price up a bit. Price is something that we really have to look at it if we really want to sustain the industry. There are a lot of challenges that we're going through, but I think for the time factor, these are the few things and the basic ones that I can tell you. I think one of the challenges that COVID presented to us and to me specifically has to do with reduction in extension services. Most of our field, workers, because of the safety protocols that our government implemented, they were restricted from actually visiting farmers like they used to do frequently. And then the extension service, we all know the significance of it. It is the extension officer with the technical eyes who will be able to tell you how your farm is faring. And here they were, unable to visit the farms regularly. Besides that, I would also be interested if we are talking about the chocolate companies that you're dealing with or the cocoa processing companies, what would be your demands towards these actors? For me, my demand to them is straightforward. It is all about sustainability. I would demand from them to also look at how best we can all sustain the industry, because it appears that if you are not careful, in the next 10, 20 years, cocoa farming and cocoa in general, and then the industry may collapse. The price is the engine of sustainability. We need to look at it and tackle it very carefully. Yes. I mean, child labor, deforestation, all these things are going on because to some extent farmers are not having good price. My demand from them is that let's all look at how best we can sustain it. And the sustainability depends heavily on the price. Let us give fair price to farmers. So my question is, do you have a message to these consumers?
But I want to tell them that the kind of pressure that they are mounting on chocolate and processes to ensure farmers actually have a better living standard, they should continue with it. They should consume more cocoa. They should also make sure that the buyers that they are buying the product from are actually giving fair price to farmers. That pressure they have mounted on them should continue. And we can also assure them that if we get good price, we can always ensure they get quality cocoa and the quality chocolate that they want to consume. That is what I want to tell them. So, vielen Dank, Johannes. Soweit ich es sehe, machst du an dieser Stelle noch weiter und Sie senden einfach Ihre Fragen ein, die sich so sammeln. Genau. Das war also das Interview mit unseren westafrikanischen Partnern. Wir freuen uns sehr, dass die fortschreitende Digitalisierung uns die Möglichkeit gibt, deren Stimmen auch hier sichtbar zu machen, auch wenn sie gerade nicht zum Beispiel für eine Rundreise in Deutschland sind. Es wurden ja jetzt eine Reihe von Sachen gesagt, die auch für das Thema relevant sind. Welche Spuren gibt es eigentlich von Kolonialismus? Ich würde sagen, in dieser Grafik, die Sie jetzt hier sehen, zeigt sich eben sehr deutlich, dass sich eine Struktur, die ursprünglich durch den Kolonialismus geschaffen wurde, bis heute sehr fortgesetzt hat. Das Pinke sind die Kakaoanbauländer und das Braune, das sind die Länder, die Kakao konsumieren. Und da sieht man eben ganz deutlich, die Hälfte des weltweiten Kakaos, also meistens in Form von Schokolade, wird in Europa konsumiert. Auch die USA sind sehr wichtig. Asien spielt eine zunehmende Rolle. In den Kakaoanbauländern spielt Schokoladenkonsum eigentlich keine Rolle. Die Mehrheit der Kakaobauern und Bäuerinnen hat in ihrem ganzen Leben noch nie eine Schokolade gegessen, weil dort wenig Schokolade verkauft wird und weil sie sich das einfach eben auch nicht leisten könnten, weil die Mehrheit von ihnen in Armut oder auch extremer Armut lebt. Das ist ja auch deutlich geworden aus dem was gesagt wurde. Mit dieser Rohstoffabhängigkeit gehen natürlich eine ganze Reihe von Problemen einher, denn die Weltmarktpreise für Rohstoffe, die sind in der Regel sehr instabil. Zum Beispiel 2016, 2017 gab es so eine Phase, in der der Kakaopreis in wenigen Monaten fast 40% an Wert verloren hat. Wenn man so abhängig ist vom Kakaoanbau wie zum Beispiel die Elfenbeinküste, dann führt das eben dazu, dass man in so einer Situation seinen Staatshaushalt zusammenkürzen muss, damals um 10%. Dass ganz viele staatliche Hilfsprogramme eingestellt werden mussten. Also es gibt einfach eine sehr große Abhängigkeit der Volkswirtschaft in der Elfenbeinküste und in Ghana von diesen Produkten und das führt immer wieder zu großen Problemen. Genau, das eine, was Sandra jetzt gerade schon gesagt hat, was finde ich auch eine Spur des Kolonialismus ist, einfach wie ungleich die Gewinne verteilt sind, die gemacht werden mit dem Kakao und der Schokolade. Links ist zu sehen, wenn ich 1 Euro für eine Tafel Schokolade ausgebe, wie viel Prozent kommt dann bei welchen Akteuren an? Und bei den Bauern und Bäuerinnen, die eigentlich das wichtigste Glied in der Kette sind, weil sie die Hauptzutat für die Schokolade produzieren, sind das eben nur 6,6%, während der Löwenanteil der Wertschöpfung passiert bei den Schokoladenherstellern oder auch bei den Supermärkten. Rechts ist nochmal zu sehen, wie drastisch eigentlich dieses Armutsproblem ist, denn auf der linken Seite sieht man das tatsächliche Einkommen von der typischen Kakaobauernfamilie in Ghana und auf der rechten Seite sieht man, wie hoch das Einkommen eigentlich sein müsste, damit es existenzsichernd ist, also damit tatsächlich eine typische Familie dann die Grundbedürfnisse aller Familienmitglieder davon abdecken kann. Das heißt, das Einkommen müsste sich im Durchschnitt verdoppeln, was eine ganze Menge ist. Es war vorhin das Wort in der Wolke sehr zentral, Kinderarbeit. Und auch das ist ein großes Problem, was eng mit der Armut zusammenhängt. Erst vor wenigen Wochen ist eine Studie veröffentlicht worden, die mal wieder aufgezeigt hat, dass Kinderarbeit im Kakaoanbau nicht abgenommen hat, sondern im Gegenteil. Und dass, obwohl Firmen wie Mars und Nestlé schon vor 19 Jahren im Haken-Engel-Protokoll versprochen haben, dass sie in wenigen Jahren die schlimmsten Formen der Kinderarbeit beenden werden, die Deadline, um dieses Ziel zu erreichen, wurde immer wieder verschoben. Das ist das, was wir mit dieser Grafik auch ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Erst hieß es bis 2005, dann bis 2010. Dann wollten sie bis 2020 die Kinderarbeit um 70% reduzieren. Und es hat nicht nur nicht geklappt, sondern Kinderarbeit hat trotz der bisherigen Bemühungen, die aus unserer Sicht viel zu wenig waren, sogar zugenommen. Und auch da gibt es eine gewisse Kontinuität, auch wenn ausbeuterische Kinderarbeit nicht das Gleiche ist wie Sklavenarbeit natürlich. Trotzdem gibt es in diesen Formen von Arbeitsbedingungen auch eine Kontinuität. Eine andere Ebene, die jetzt im Video nicht so sehr aufgerufen ist, die ich aber trotzdem auch kurz nennen möchte, ist so das Thema Stereotype und Rassismus, zum Beispiel in der Werbung rund um Schokoladenprodukte.
Da gab es in den letzten Jahren immer wieder Fälle, und das zeige ich hier einfach mal anhand von ein paar Bildern, dass dort schwarze Menschen zum Beispiel dargestellt werden in einer sehr exotisierenden Weise, dass da also genau Stereotype verwendet werden, um Schokoladenprodukte zu bewerben, die sehr viel auf Exotik rekurrieren und wo es eben auch eine Geschichte von solchen Stereotypen gibt, die zurückgeht auf den Kolonialismus und auf die Zeit, wo solche Menschen als Menschen zweiter Klasse auch offiziell behandelt wurden. Ein krasses Beispiel ist das alte Logo von Sarotti, einem deutschen Schokoladenhersteller, der alte Sarotti Moor, wie er tatsächlich hieß, das erst vor wenigen Jahren geändert wurde, das Logo nach massiver Kritik. Für Menschen, die damit ein Problem haben mit solchen Änderungen, gibt es aber zum Glück immer noch die Nostalgie-Edition, die man also nach wie vor kaufen kann. Jetzt geht es natürlich nicht nur darum, Dinge zu kritisieren, sondern sich auch zu fragen, was sind eigentlich Alternativen? Wenn es aus unserer Sicht immer noch Spuren des Kolonialismus gibt, die sich auch heute in der Wirtschaftsstruktur wiederfinden, was muss eigentlich passieren, um daran etwas zu ändern? Und da möchte ich jetzt nur kurz, damit wir dann auch viel Zeit für die Diskussion haben, schlaglichtartig ein paar Dinge aufrufen. Das eine, was in diesem Zusammenhang natürlich immer diskutiert wird, ist der faire Handel, weil man dort eben versucht, über eine andere Preispolitik, über garantierte Lieferbeziehungen, Mindestpreise etc. das Leben für die Bauern und Bäuerinnen zu verbessern. Wir würden sagen, fairer Handel ist ein wichtiger Ansatz, aber der faire Handel muss sich auch selbstkritisch damit auseinandersetzen, was bisher seine Grenzen sind, denn auch im fairen Handel gibt es bisher in der Regel keine existenzsichernden Preise und auch die Mehrheit selbst der zertifizierten Bauern und Bäuerinnen lebt in der Elfenbeinküste laut einer Studie von Fairtrade unter der Armutsgrenze. Ich würde außerdem sagen, dass eine weitere Grenze des fairen Handels ist, dass eben häufig diese Grundstruktur nicht in Frage gestellt wird, dass im Süden der Rohstoff produziert wird und die Weiterverarbeitung im Westen stattfindet. Da gibt es wenige Ausnahmen, zum Beispiel bei der GEPA, die mit einer Kooperative in Bolivien, El Ceibo, kooperiert. Aber ganz häufig ist es eben so, dass nur der Rohkakao sozusagen nach Deutschland importiert wird und dann hier verarbeitet wird. Deswegen ist das Thema Wertschöpfung verlagern natürlich interessant und es gibt eben Akteure, die versuchen, das anders zu machen. Dort links ist Axel Emmanuel zu sehen von Instant Chocolat. Das ist ein ivorischer Schokoladenhersteller, der sich zum Ziel gesetzt hat, Schokolade in der Elfenbeinküste zu produzieren und auch dort zu verkaufen. Menschen aus der Fairhandelsszene, von denen ich gerade schon gesehen habe, dass viele hier auch dabei sind, was mich sehr freut, kennen wahrscheinlich das Münchner Startup Fair Afric, die als erstes deutsches Unternehmen gesagt haben, wir verlagern die komplette Produktion nach Ghana, damit eben vor Ort Arbeitsplätze geschaffen werden und dort mehr Wertschöpfung verbleibt. Das sind Sachen, die gerade in dieser Frage von kolonialen Spuren überwinden natürlich total interessant sind. Aber auch da gibt es natürlich offene Fragen, gerade wenn eine Schokolade dann nach Deutschland importiert wird und durchgängig gekühlt werden muss, hat das einen höheren ökologischen Fußabdruck zum Beispiel. Aber also natürlich ist trotzdem Fair Afric ein Vorreiter, wenn es darum geht, die Produktion zu verlagern. Es geht aber nicht nur um Konsum, sondern es geht auch um Regulierung aus unserer Sicht. Eine Sache, die Pomasi Ismaila in seinem Video erwähnt hat, ist, dass es jetzt einen höheren Kakaopreis in Ghana und der Elfenbeinküste gibt. Und das hat einfach damit zu tun, dass diese beiden Länder gesagt haben, wir nutzen jetzt unsere strategische Position auf dem Weltmarkt. Die großen Schokoladenhersteller kommen an uns nicht vorbei, weil wir mehr als die Hälfte des weltweiten Kakaos produzieren. Also verlangen wir jetzt einen Preisaufschlag von 400 US-Dollar pro Tonne von den Schokoladenherstellern. Da gab es anfänglich Widerstand, aber die mussten sich darauf einlassen und diese Preiserhöhung wurde an die Bauern und Bäuerinnen größtenteils weitergegeben. Und es gibt jetzt auf der Grafik dort zu sehen einen höheren staatlich garantierten Kakaopreis im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Das ist um 21% bzw. 28% erhöht worden in beiden Ländern. Auf der Grafik sieht man auch, dass das aus unserer Sicht noch nicht ausreicht, als dass es ein fairer Kakaopreis wäre. Aber es ist auf jeden Fall mehr als Zertifizierer und Unternehmen bisher zusammen erreicht haben in der Preisfrage, was mit dieser Initiative passiert. Deswegen sehr interessant. Letzter Punkt. Natürlich geht es aber auch darum, was gibt es für Rahmenbedingungen in Deutschland? Also zum Beispiel in der Frage, wie geht man damit um, wenn Unternehmen, die hier ihren Sitz haben oder hier Schokolade verkaufen, seit Jahren Kinderarbeit in ihren Lieferketten tolerieren oder wenig dagegen machen. Und da sind wir dann bei der Debatte zum Lieferkettengesetz, was in Kota ja mit einem Bündnis von über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen fordert und sagt, Unternehmen müssen weltweit verpflichtet werden, die Menschenrechte einzuhalten, Umweltstandards einzuhalten. Und es muss auch möglich sein für Betroffene, zum Beispiel von Kinderarbeit, gegen Unternehmen auch hierzulande vor Gericht zu ziehen, wenn diese eine Mitverantwortung für diese Zustände tragen, weil sie keine menschenrechtlichen Sorgfaltsmaßnahmen ergriffen haben. Und genau, damit wäre ich für meinen Teil am Ende und bin jetzt sehr gespannt auf mögliche Rückfragen und Diskussionsbeiträge. Ja,
Johannes, ganz herzlichen Dank für diese umfassenden Ausführungen in dieser kurzen Zeit und auch dafür, dass Leonard und du euch darum gekümmert habt, die Interviews zu führen mit den Partnern in Ghana, weil das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Authentizität reinbringt. Auch wenn wir jetzt die Rückfragen nicht direkt an die beiden stellen können, können wir sie stellvertretend an euch weitergeben. Das war, glaube ich, extrem informativ nochmal. Es kommen ganz viele Fragen ein. Ich habe nochmal aus dem, was Ismail gesagt hat, so diese, was für ihn so die drei wichtigsten Faktoren momentan sind, bei mir festgehalten. Also zum einen nennt er tatsächlich als erstes den Klimawandel, das unvorhersehbare Wetter, dann die Probleme durch Krankheiten, wie dieses Jahr diese Kokosfallen Shot Disease in Westafrika, wo der Kakaoanbau wohl massiv drunter leidet. Und schlussendlich auch der Kakaopreis. Das hat er so als die drei wichtigsten Faktoren genannt. Und bei Covid-19, noch kurz einhaken, hat er gesagt, was ihm fehlt, sind die Trainingsmaßnahmen, die Farmbesuche. Da kann ich vielleicht von Eukocredit erzählen, dass Eukocredit über bestehende Trainingsprogramme es gut geschafft hat, eben tatsächlich auch auf Online-Trainings umzustellen und dadurch den Kontakt mit Partnerorganisationen halten kann und auch die Partnerorganisationen in einen Austausch untereinander bringt. Ich denke, solche ähnlichen Initiativen wird es auch woanders geben in der Form. Gut, wir können mal in die Vielzahl von Fragen einsteigen. Die erste, die hat noch so ein bisschen so einen Rückgriff zum Botanischen, aber geht vielleicht auch trotzdem auch an die Inkota-Seite. Warum, was sind die Gründe dafür, dass im Kakaoanbau vor allen Dingen kleinbäuerliche Strukturen vorherrschen statt größerer Plantagen? Und wie sieht es aus mit dem Bioanbau bei Kakao? Wie gut sind da die Möglichkeiten? Steffen oder Johannes, wer möchte? Ich kann da gerne darauf antworten. Also es ist einfach so, dass Kakao, das hat Steffen ja so ein bisschen auch anklingen lassen, eine unglaublich fragile Pflanze ist oder eine Pflanze, die sehr viel Pflege braucht. Also es ist wirklich, es ist sehr pflegeintensiv, eine Kakaoplantage zu betreiben und das ist sehr arbeitsintensiv und das sind alles Dinge, die dazu führen, dass sich eine Produktion nicht so leicht zum Beispiel automatisieren lässt, bestimmte Sachen davon, wie bei anderen Sachen. Man hat das historisch versucht, ist aber eigentlich davon weggekommen, das in großen Plantagen anzubauen, weil die Bäume dann sehr krankheitsanfällig waren, die Erträge nicht sehr hoch waren. Genau, das hat dazu beigetragen, dass es heute da vor allem eine kleinbäuerliche Struktur gibt. Was jetzt den Bioanbau angeht, gibt es den. Den gibt es mehr in lateinamerikanischen Ländern. In Ghana zum Beispiel ist es die absolute Ausnahme. Also Fair Afric als Münchener Startup, die kooperieren mit Yaira Glover. Das ist so die erste und einzige meines Wissens Kooperative, die eigentlich ausschließlich biologischen Anbau macht. Genau, das ist da eher weniger verbreitet. Kakao wird da sehr stark auch häufig in Monokulturen angebaut oder eben mit sehr wenig Schattenbäumen, die eigentlich wichtig sind, was Steffen auch schon gesagt hat. Also das sind dann nicht Agroforstsysteme, das gibt es häufiger in Lateinamerika. Das ist in Westafrika tatsächlich im Anbau ein ganz großes Problem. Und wäre natürlich aber dieser kleinteilige Mischanbau natürlich auch im Hinblick auf den Klimawandel deutlich vorteilhafter, da eben auch stärker zu einer Diversifizierung auch im Anbau zu kommen. Andere Fragen beziehen sich auf die Rolle der Anbauländer, die Rolle der Regierungen. Du hast diese Struktur schon angesprochen, die ist ja sehr besonders in Ghana und der Elfenbeinküste, also in Ghana mit dem Cocoa-Board. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, dass die eine sehr direktive Rolle da haben und was können sozusagen diese Länder machen? Und dann kommen eben auch Fragen, ja, welche Rolle spielt zum Beispiel Korruption, dass eigentlich eben Mittel, die zur Verfügung stünden, um auch den Kakaobäuern, Bäuerinnen und Bauern zugute zu kommen, dass die eben auf anderen Wegen abgezweigt werden? Der Kakaoanbau ist in Ghana und der Elfenbeinküste auf eine spezielle Art und Weise reguliert, nämlich er ist staatlich reguliert. Es gibt eine staatliche Vermarktungsplattform, das ist in Ghana das Cocobot und in der Elfenbeinküste die CCC, die den Bauern sozusagen allen Kakao abkaufen und den dann zentral weitervermarkten. Die Idee dahinter ist, dass ein Staat, wenn er größere Mengen zu vermarkten hat, eine viel bessere Verhandlungsposition hat gegenüber transnationalen Unternehmen. Natürlich zieht dann dafür die staatliche Behörde auch einen Teil dessen, was sie erwirtschaftet, ab von dem Preis, den die Bauern sonst bekommen würden. Das ist so ein bisschen die Diskussion zwischen dem regulierten Sektor und dem Freihandel. Die zivilgesellschaftlichen Partner, mit denen wir in Ghana reden, sagen zum Beispiel, bei aller Kritik, die sie auch am Cocobot haben, ist ihnen regulierter Sektor deutlich lieber, weil der für die Bauern viel mehr Sicherheit bringt durch diese staatlich garantierten Preise und durch alle möglichen Formen von Zusatzleistungen wie Bereitstellung von Düngemitteln etc. pp. Es gibt ein
Problem mit der Intransparenz der Kakaopolitik in beiden Ländern. Diese Behörden sind sehr mächtig. Es gab in der Vergangenheit da immer wieder Korruptionsskandale. Das ist ein wichtiger Hinweis. Genau deswegen setzen wir uns als Inkota auch dafür ein, die Zivilgesellschaft vor Ort zu stärken. Also wir kooperieren mit St. Ghana, die jetzt eben im Interview zu sehen waren. Bei der Kooperation geht es genau darum, zivilgesellschaftliche Akteure und Kakaokooperativen vor Ort sprechfähig zu machen und die nicht nur zu trainieren darin, wie verbessere ich meinen Anbau, sondern auch, wie nehme ich Einfluss auf die Politik vor Ort, auf die Kakaopolitik, damit eben transparenter ist, wie wird eigentlich dieser Kakaopreis gebildet, wohin gehen sozusagen die staatlichen Einnahmen, wie werden die verwendet, weil das aus meiner Sicht der effektivste Weg ist, um auch zu verhindern, dass da zu viel in irgendwelchen korrupten Kanälen zum Beispiel verschwindet. Okay, du hast ja aber gerade nochmal hingewiesen, das ist ja tatsächlich vor wenigen Wochen oder jetzt in den letzten Monaten und Ismail hat das auch angesprochen, einen wichtigen Schritt nach oben gab, also um 28% bzw. 21% wurden die Abnahmepreise in Ghana und der Côte d'Ivoire erhöht. Und es gibt eine Frage, die bezieht sich nochmal darauf, beziehungsweise auf deine Folie dazu. Was ist der Unterschied zwischen dem Fairtrade Living Income, der angesetzt wird mit 2.100 US-Dollar, und dem fairen Kakaopreis, den du so gezeigt hast, von 3.116 Dollar pro Tonne? Genau, also es wird sehr verwirrend dadurch, dass alle von einem Living-Income-Preis sprechen und aber eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, was damit gemeint ist. Also die Regierungen von der Elfenbeinküste und von Ghana, die sprechen zum Beispiel auch bei diesen 400 US-Dollar, die sie pro Tonne von den Unternehmen verlangen, von einem Living-Income-Differential, also einem Differential für ein existenzsicherndes Einkommen. Der Unterschied ist, dass Fairtrade und das Voice-Netzwerk, das ist der untere Preis gewesen, dass wir unterschiedlich berechnet haben, was wäre denn ein existenzsichernder Preis, weil wir unterschiedliche Parameter haben und aus unserer Sicht die Parameter, die Fairtrade angesetzt hat, ein bisschen unrealistisch sind. Also dass zum Beispiel Fairtrade von zu hohen Erträgen aus unserer Sicht ausgeht pro Hektar und genau, das sozusagen dann Einfluss darauf hat, wie der Preis kalkuliert wird. Das heißt, aus unserer Sicht ist es total wichtig, dass Fairtrade diesen Referenzpreis für existenzsichernde Einkommen berechnet hat. Das Problem dabei ist ja, das ist bisher nur ein Wert, der aber nicht Einzug erhalten hat in die Fairtrade-Standards. Das sind nicht diese 2.400 US-Dollar Mindestpreis, die jetzt von Fairtrade aus als Mindestpreis gelten. Das ist wohlgemerkt ein Free-on-Board-Preis und nicht ein Abhofpreis, wie die Preise, die da jetzt auf der Grafik zu sehen waren. Dadurch ergibt sich eine Differenz. Aber genau, also das Problem ist, Fairtrade sagt jetzt zwar folgendes, wäre ein existenzsichernder Preis, aber bisher ist nicht die Voraussetzung, dass ein solcher Preis gezahlt wird, dass man Fairtrade-Kakao bezieht. Und das Problem ist, dass eben Unternehmen bisher auch nicht bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Da gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel das Unternehmen Tony's Chocolonely aus den Niederlanden, die als erste gesagt haben, wir zahlen jetzt für unseren kompletten Kakao eine Differenzprämie, damit sich dieser existenzsichernde Preis von Fairtrade ergibt. Fairtrade ist damit aus unserer Sicht ein Vorreiter, absolut, gerade gegenüber anderen Siegeln, wie zum Beispiel der Rainforest Alliance, die gar nicht solche Formen von garantierten Mindestpreisen zum Beispiel hat. Und trotzdem sagen wir, das reicht eben noch nicht aus, um die Lücke zu existenzsichernden Einkommen realistischerweise zu schließen. Da müsste eigentlich noch mehr passieren. Es gibt einen weiteren Fragenkomplex nah mit dran, also dieses Thema gesteigerte Wertschöpfung durch Weiterverarbeitung vor Ort. Warum passiert da so wenig bisher? Also Fair Afrique und ein paar andere Beispiele wurden genannt. Was sind die Gründe, dass nicht mehr direkte Weiterverarbeitung in den Produktionsländern selber geschieht, also in Westafrika? Welche kolonialen Spuren sind das? Welche Rolle spielen da zum Beispiel EU-Zölle? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, wo da ja vielleicht doch tatsächlich Vor- und Nachteile der Produktion vor Ort liegen und wie es ansonsten geschafft werden kann, den Einkommensanteil der Produzenten zu erhöhen. Ja, ich würde sagen, das hat unterschiedliche Dimensionen. Eine Dimension ist natürlich auch die Infrastruktursituation vor Ort. Also wenn ich da mit Unternehmen drüber rede, dann sagen die natürlich auch, okay, in einem Land, wo es schwieriger ist mit einer zuverlässigen Stromversorgung, gerade wenn es dann darum geht, fertige Schokolade herzustellen und die zu kühlen, ist es natürlich schwierig. Das ist ein Argument, was von Unternehmen immer gesagt wird, warum sie zögerlich sind, sich dort anzusiedeln. Man muss aber auch sagen, dass von dem ersten Weiterverarbeitungsschritt mittlerweile auch relativ viel in der Elfenbeinküste passiert und auch zunehmend. Also 40% bis 50% des Kakaos von dort wird mittlerweile auch dort verarbeitet. Das sind dann transnationale Unternehmen, die sich dort ansiedeln und wirklich die Vermahlung machen und die restlichen Sachen passieren dann woanders.
Wenn es jetzt um das Thema Machtungleichgewichte oder koloniale Spuren geht, dann würde ich halt, also ich habe ja vorhin schon mit diesen Pfadabhängigkeiten argumentiert, wenn es jemanden gibt, der mit dem Rohstoffexport erstmal Geld verdient, dann hat er auch kein Interesse, dass sich daran was ändert. Aber auch die Europäische Union hat dazu lange beigetragen, dass sich nichts ändert. Und da ist wichtig der Begriff der Zolleskalation, den vorhin auch jemand geschrieben hat, auf der Wortwolke. Das bedeutet, ganz lange war es so, dass Rohkakao mit sehr geringen Zöllen in die EU importiert werden konnte. Und je weiter die Produkte verarbeitet sind, umso weiter sind die Zollsätze hochgegangen. Das ist also genau ein Anreiz gewesen, nicht seine Produktion dorthin zu verlagern, weil man dann höhere Zölle hätte zahlen müssen. Das hat sich, das muss man auch dazu sagen, für Ghana und die Elfenbeinküste jetzt in den allerletzten Jahren geändert durch die Economic Partnership Agreements, die sie mit der Europäischen Union geschlossen haben. Aber bis vor ganz wenigen Jahren war das eben auch ein Faktor, der genau nicht dazu beigetragen hat, die Wertschöpfung zu verlagern. Okay, kommt eine ganz nette Frage gerade. Ich nehme mal die Tasse hier kurz hoch. Es gab ja Berichte, dass in Corona-Zeiten der Alkoholkonsum zum Beispiel gestiegen ist in Deutschland. Hier kommt die Frage, ist denn in Zeiten des Lockdowns die Nachfrage nach Schokolade gestiegen? Weißt du da zufällig etwas? Oder wie sind überhaupt die Abnahmezahlen für 2020 bisher? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also wenn ich jetzt einfach mal von der Situation in meiner eigenen Wohngemeinschaft ausgehe, dann kann ich das bestätigen. Gesamtgesellschaftlich kenne ich dazu keine Zahlen. Es ist allerdings schon so gewesen, in der Zeit des ersten Lockdowns gab es einen Einbruch der Nachfrage nach Kakao. Das ist so. Also viele Unternehmen hierzulande mussten ihre Produktion pausieren. Das hat dazu geführt, dass der Kakaopreis erstmal direkt um 20% eingebrochen ist und sich davon nur sehr langsam wieder erholt. Das hat auch dazu geführt, dass sich die Situation auf den Plantagen durchaus verschlechtert hat. Also zum Beispiel gibt es die International Cocoa Initiative. Das ist also eigentlich ein industrienaher Akteur, der sich für die Bekämpfung von Kinderarbeit einsetzt. Und die haben gesagt, seit Corona hat, was von ihren Monitoring-Systemen gemessen wird, die Kinderarbeit in der Elfenbeinküste um 20% zugenommen. Durch eine Mischung aus ökonomischer Krise, die Bauern hatten, weil sie keine Abnehmer für den Kakao gefunden haben, aber eben auch die Schulschließungen, die es auch vor Ort gab. Also da gibt es durchaus Fälle, wo sich Corona eben dort auch ausgewirkt hat, auch wenn das nicht ganz so drastisch ausgesehen hat, wie zum Beispiel in der Textilindustrie in Südostasien, wo Millionen Menschen von heute auf morgen ihre Arbeit verloren haben. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu dieser Preisfrage, was wir auch als Konsumentinnen am Ende hier in Deutschland bezahlen. Ein Kommentar, ich verstehe das nicht, warum bei Fairtrade keine existenzsichernden Einkommen herauskommen können. Ich finde das beschämend. Wie sollen wir, also ich nehme mal an, als Weltläden, das dann guten Gewissens unseren Kunden verkaufen? Vielleicht kannst du nochmal diese Problematik ein bisschen ausführen. Das ist ja lange wie so ein blinder Fleck vielleicht war, ne? Dass man dachte, ja, mit dem Fairtrade-Preis, dann ist man schon bei einem existenzsichernden Einkommen und das tatsächlich die Erkenntnisse der letzten Jahre erst sind zu sehen, dass das nicht so ist und daran gearbeitet wird, aber es offenbar nicht schnell genug geht. Ne? Ich meine, damit hast du es selber eigentlich schon ganz gut gesagt. Also aus meiner Sicht war das eine Leerstelle im fairen Handel, dass auch Akteure aus der Fairhandelsszene zu lange davon ausgegangen sind, jetzt mal platt gesagt, wir sind ja der faire Handel. Das heißt, wenn Bauern mit uns zusammenarbeiten, dann ist alles gut. Und so ist es eben nicht. Die strukturellen Probleme im Kakaoanbau in Westafrika sind riesengroß. Das betrifft dann eben auch im Kontext des fairen Handels, also jetzt gerade bei den kleineren Fairhandelsakteuren wie der GEPA und so, kommt ja viel von dem Kakao gar nicht aus Westafrika, sondern aus Lateinamerika. Da sind die Zustände nicht so dramatisch. Aber gerade Fairtrade hat ja wirklich auch expandiert in Ghana und der Elfenbeinküste. Und deswegen sagen wir, es ist so wichtig, dass die Fairhandelsakteure da auch dran gehen. Wir erleben da schon, dass ein Umdenken stattgefunden hat, dass Fairtrade sich da auch bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten Dinge zu tun. Aber natürlich hat Fairtrade das auch nicht alleine in der Hand. Also das ist ja so, die ProduzentInnen haben 50% der Mitbestimmungsrechte und auch die ProduzentInnen sagen nicht, okay, wir gehen jetzt mit dem Fairtrade-Mindestpreis einfach auf 3.500 US-Dollar rauf, weil klar ist, was dann passiert. Weil dann werden alle großen Unternehmen abspringen, solange es irgendwelche Billigsiegel wie die Rainforest Alliance zum Beispiel gibt, die Kunden suggerieren für einen billigeren Preis für das Unternehmen, das ja schon alles irgendwie nachhaltig ist und seine Richtigkeit hat. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Marktabhängigkeit von Fairtrade, gerade wenn man eben nicht nur im Weltladen die Produkte verkaufen will, sondern wie Fairtrade den Ansatz hat, wir müssen eigentlich in die Breite, wir müssen in die Discounter, wir müssen in die Supermärkte, weil die allermeisten Deutschen kaufen eben da ein. Und wenn dort die Produkte im Regal sind, dann hat das einen viel höheren Gewinn für die Bauern, weil einfach viel größere Mengen verkauft werden. Und also
Das ist, glaube ich, das Spannungsverhältnis, in dem Fairtrade sich da bewegt. Sie haben ja um 20% Ihren Mindestpreis erhöht. In den Monaten seitdem sind die Verkäufe von Fairtrade-Kakao in der Elfenbeinküste um 11% zurückgegangen. In den Jahren davor ist das eigentlich immer hochgegangen. Das ist ein Hinweis darauf, dass es eine mangelnde Bereitschaft von Unternehmen, mit denen Fairtrade viel zusammenarbeitet, gibt, wirklich die höheren Preise auch zu zahlen. Das heißt, da ist der richtige Adressat für die Kritik dann aus unserer Sicht auch nicht in erster Linie Fairtrade, sondern eben die Schokoladenindustrie. Das ist etwas, wo sich was verändern muss. Und man muss eben gucken, was ja im Rahmen dieser schwierigen Bedingungen auch möglich ist. Mhm. Es gibt mehrere Fragen so zu Best-Practice-Beispielen. Also wo kriege ich jetzt wirklich die faire Schokolade, wo ich weiß, dass die Kakaoanbau, die Produzentinnen wirklich gut davon leben können? Wo gibt es Schokolade, die in Westafrika selbst produziert ist? Ich würde sagen, diese Dinge können wir per Mail dann im Nachgang mitteilen, weil das ja dann so viele kleinteilige Antworten sind. Aber wir sammeln diese Fragen dazu. Eine andere Frage oder mehrere Fragen dazu. Entschuldigung, was sagst du? Darf ich dazu kurz was sagen? Einfach nur ja, gerne. Zuhörer. Sammeln wir es halt nicht. Wir sammeln das gerne. Nur ich möchte schon mal ankündigen, dass wir in den nächsten Wochen auch ein neues Infoblatt herausbringen werden, wo wir uns mit so ein paar Unternehmen, die wir als Vorreiter erleben, auseinandersetzen werden und die kritisch unter die Lupe nehmen und miteinander vergleichen werden. Das ist dann zum Beispiel so ein Unternehmen wie die GEPA. Das ist ein Unternehmen wie Fairafric und das ist eben Tony's Chocoloni zum Beispiel. Mir greift die Frage aber auch immer zu kurz, so welche Schokolade kann ich guten Gewissens kaufen, weil das meiner Meinung nach, es ist total wichtig, dass Verbraucher und Verbraucherinnen auch daran denken. Aber ich glaube, man darf diese Frage nicht komplett individualisieren, weil zum Beispiel auch manche Leute gar nicht den richtigen Geldbeutel haben, um sich unter den aktuellen Bedingungen eine Schokolade zu kaufen, die einwandfrei ist, falls es sowas überhaupt gibt. Das heißt, wir müssen über Konsum reden, aber wir müssen vor allem aus unserer Sicht auch über politische Regulierung sprechen und müssen über solche Dinge reden, wie zum Beispiel ein Lieferkettengesetz, wie zum Beispiel eine Bekämpfung von unlauteren Handelspraktiken von Einzelhandelsketten, die an allen Stellen versuchen, den Preis zu drücken, soweit es nur geht. Wenn wir nicht an diese politischen Fragen rangehen, dann werden sich bestimmte strukturelle Sachen aus unserer Sicht nicht ändern. Vielen Dank. Das ist schon die Frage zum Lieferkettengesetz gewesen. Also es bleiben jetzt viele Fragen noch unbeantwortet. Wir werden sie schriftlich aufgreifen. Ich würde gerne als letzte Frage, das ist auch so ein Komplex aus mehreren Fragen, noch die stellen. Ismail hat ja darauf verwiesen, in der jetzigen Situation würde ein Kollaps des Kakaosektors in etwa 20 Jahren befürchten aufgrund des Klimawandels, aufgrund der ökonomischen Situation und so weiter. Und es kamen mehrere Fragen. Wie sieht es aus? Gibt es Kakaokooperativen, die von sich aus oder mit Blick auf die äußeren Umstände bereits an einer größeren Diversifizierung arbeiten oder ganz weggehen vom Kakao, weil sie sagen, es ist einfach nicht zukunftstauglich, so auf den Kakao zu setzen. Was wisst ihr darüber? Also es gibt Experimente mit Diversifizierung, um das nochmal zu konkretisieren, weil die Frage ja vorhin auch schon an Steffen kam, wie sieht es genau aus mit dem Klimawandel? Also es gibt einfach Berechnungen von unterschiedlichen Klimaforschungsinstituten, also was heißt Berechnungen? Es sind ja eher Szenarien, weil man nicht in die Zukunft blicken kann. Aber also es gibt sozusagen Klimaforscher, die davon ausgehen, in 20 bis 50 Jahren werden bis zu 50% der Anbauflächen in Westafrika, wo gerade Kakao angebaut wird, unbrauchbar. Und das liegt einfach daran, dass die Kakaopflanze da schon eher am oberen Toleranzlimit dessen ist, was sie an Temperatur ab kann. Und wenn in diesen Ländern die Temperaturen noch um 3-4 Grad steigen, dann macht das eventuell einen Unterschied ums Ganze. Und an ganz vielen Stellen funktioniert der Anbau nicht mehr. Deswegen ist es mit dem Thema Diversifizierung so wichtig. Das ist ja auch was, was zivilgesellschaftliche Organisationen in ihrer Projektarbeit versuchen zu ändern. Auch Unternehmen arbeiten zu diesem Thema, also welche anderen Einkommensquellen kann es geben, aber wie kann man zum Beispiel auch den Kakao eben nicht in Monokulturen anbauen, sondern wie kann man Schattenbäume auf den Plantagen haben, andere Nutzhölzer etc. und welche ökologischen Vorteile hat das auch? Genau, wenn der Kakao eben nicht als Monokultur angebaut wird, weil das eben auch deutlich klimaschädlicher ist. Okay, gut. Ganz herzlichen Dank bis hierhin und ich bitte um Verständnis bei allen, die noch viele interessante Fragen geschickt haben, die jetzt nicht direkt behandelt wurden. Die Antworten kommen per Mail und zwar an alle dann auch. Wir würden gerne an dieser Stelle Sie einladen, ein Feedback zu geben zu unserer Veranstaltung. Katharina, vielleicht kannst du mal die entsprechende Folie einblenden.
Der Link steht jetzt im Chat. Das ist eine Umfrage per SurveyMonkey, also so ein Umfragewerkzeug. Wir verschicken das auch nochmal mit dieser Mail im Nachgang. Und das wäre sehr nett, wenn Sie uns da Rückmeldung geben. Wir wollen nach vorn blicken. Was kann man jetzt machen mit den Ergebnissen des heutigen Tages? Man kann den Botanischen Garten besuchen in Potsdam oder auch woanders. Momentan ist das zumindest in den Gewächshäusern nur sehr eingeschränkt möglich oder gar nicht möglich, aber das ändert sich wieder und die Außenflächen können natürlich jederzeit besucht werden. Was kann man noch machen? Machen Sie aus Ihrem Geld gutes Geld, zum Beispiel mit einer nachhaltigen Geldanlage bei ÖkoCredit, und werden Sie aktiv für faire Schokolade, indem Sie die Kampagnen und Initiativen von Inkota zum Beispiel unterstützen oder aktiv für faire Schokolade auch mit Ihrem Einkauf im Weltladen. Das sind die Dinge, die wir Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchten. Und wir möchten herzlich Dank sagen, also ich möchte herzlich Dank sagen an die Referierenden des heutigen Tages, also an den Steffen, der jetzt gar nicht mehr zu Wort gekommen ist. Steffen, bist du noch bei uns? Willst du dich noch mal melden? Ich bin noch da. Du bist noch da. Also danke an dich in ganz ungewohnter Rolle, einfach nur per Video eingespielt und dann jetzt mit der Möglichkeit, noch Fragen an dich zu stellen. Danke, dass du mit dabei warst. Ganz herzlichen Dank, Johannes, an dich für deinen Beitrag. Und wie gesagt, auch bitte übermittel diesen großen Dank auch von uns allen an Sandra und an Ismail. Das war super, super hilfreich. Und bei der Dankesrunde möchte ich ganz besonders nochmal hervorheben auch den Leonard und die Katharina, die in den letzten Tagen wahnsinnig viel hier auch technisch und inhaltlich noch gestrickt und gemacht haben, damit wir diese ganzen verschiedenen Beiträge zusammenbekommen. Also großes Dankeschön an euch. Ja, und damit, 4:02, können wir zum Ende kommen unserer Veranstaltung. Sie bekommen also nächste Woche nochmal eine Mail von uns mit Links, nochmal mit der Einladung zur Umfrage und mit den Antworten auf die bisher unbeantworteten Fragen. Und wir freuen uns darauf, Sie bei anderer Gelegenheit wiederzusehen und danken für Ihr Interesse. Ihnen allen ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen.